Ja, willkommen zu einer neuen Folge Empyrion und ja, Teil 2 von Destiny Shuttle aus dem Workshop. Ja, ich verlinke es nochmal in der YouTube-Videobeschreibung und ja, wir haben extrem festgestellt, dass ich da parallel immer noch läuft, so dass ich echt urlaubsreif bin, weil ich habe mir die Mühe mit den RCS umsonst gemacht und wahrscheinlich auch mit den Generatoren. Wieso? Weil ich mir den gerade ausgeguckt habe. Wenn man P drückt, guck mal, was es hier gibt alles. Na, müsste man natürlich einschalten. Also Entschuldigung, liebe Entwickler, wenn ich eure Schiff zu Unrecht kritisiert habe, wollte ich schon sagen, wer baut denn so ein geiles Schiff und dann liegt es wie ein Brett in der Luft. Ja, das ist natürlich sinnfrei. Ja, deswegen durfte mich im Spiel mal Elektro schocken oder was sonstiges. Ja, Fehler lag bei mir. Gut, jetzt packe ich mal noch vorsichtig ein paar Energiezellen in den Tisch und da wollen wir auch schon loslegen. Ja, wir hatten ja vor zu handeln, Pentaxid zu farmen und so weiter und so fort. Und würde sagen, los geht's. Nochmal auffüllen. Schilde sind aktiv, Waffensysteme können wir jetzt laden. Und ja, da wollen wir keine Zeit verlieren. Ist die Frage, ob ich jetzt sprungfähig war, so auch, ja. Ob wir jetzt hier was finden im Orbit oder nicht. Ich habe die Tür wieder vergessen zuzumachen. Aber das ist mir jetzt wurscht. Jetzt geht das Ding natürlich ab, wie ihr seht, nur wenn die Dinger eingeschaltet sind. Also 1A, habe ich eigentlich schon zu viel eingebaut wieder. Gut. Schauen wir mal. Da ist Leder. Hoffentlich kommt er mit der Aufnahme mit Stream klar. Stürzt mir bitte nicht ab, Server. Oder Spiel. Danke. Also das ist auch schon die Handelsstation. Und die steuere ich jetzt mal als erstes an. Ja, jetzt, das fliegt da durch jetzt. Das ist wieder zuwendig, weil ich die Dinger eingebaut habe. Aber jetzt geht das richtig los, das Ding. Das stimmt ja der Stromverbrauch und alles. Ich wollte schon sagen. So, aber wenn die Kohle läuft, kriege ich wahrscheinlich trotzdem nicht rein. Aber das wäre ja nicht so schlimm. Also ordentlich unterwegs, ordentlich schnell. Da kannst du nicht meckern. Wird echt halt von Urlaub, wie gesagt. So, jetzt ist aber die Frage, ob wir mit dem Ding dort reinkommen. Möchte also erstmal gucken, wie genau die CDP ist dort. Weil wir hatten ja offscreen gefarmt, wie der Helden bremsen, bremsen, bremsen. Das sieht auch gut aus. Und ja, ich hatte das eigentlich auch schon, wie gesagt, hier in der Fabrik gehabt, die Materialien. Und ja, jetzt war der Server weg. Also war gar nicht mehr erreichbar. Und das hat er natürlich. Ach so, warte mal, das ist verkehrt rum. Und da hat es das natürlich in der Fabrik nicht gespeichert, das Material. Deswegen wollte ich das. Habe ich das mit Admin-Befehl nochmal eingefügt. Weil ich das jetzt nicht normal formen wollte, weil wir haben, wie gesagt, ungefähr 2 Tage lang gefarmt auf verschiedenen Planeten, haben über Folgen mitgemacht, die ihr auch schon gesehen habt, die kamen. Guck mal, hier passt das wunderbar rein, das Teil. So, jetzt haben wir Jetpack, machen wir mal an. Oh, ne, brauchen wir eigentlich nicht, da gibt es so Schwerkraft. Triebwerke lasse ich jetzt mal an. So, wir wollten handeln. Wir verkaufen den Hamburger, Sekt und Wasser. So, wir müssen ja zuerst mal hier unser, dass wir auch mal Zeug kaufen können. Jetzt brauche ich doch das Chat. So, die müssten uns ja jetzt reinlassen. Was ist ein Hangar Stations? Sag mal, wo standen das dran? Welcome Trading Station ist die Frage, wo was ist jetzt? Wir gehen erstmal unten gucken. Ah, das ist keine neue Base, die gab es ja schon.
So, du hast Pflanzen, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und das Klauentum lassen wir auch mal sein, weil wir haben jetzt das hart erkämpft, die Reputation, und dann muss man es nicht gleich wieder verlieren. Bist doch gar kein Doktor, hin ist der Doktor. Der Doktor, das heißt du. Gut, das können wir alles selber herstellen. Jetzt gibt es hier ein bisschen Maschinenraum. Dann kann man hier rein. Dann gucken wir mal, was ganz oben ist. Ging das noch dort? Hier war Hangar. Ja, genau. So eine kleine Station. Gucke mal hier. Jahrgang 24. Gibt's Lack? So, was kann man noch kaufen? Wasser will er nicht. Hamburger geht. Oh. Es gibt auch Schlag für einen Hamburger hier. So. Das sind wir los. Ach, hier ist Wasser. Guck. Das ist das Wertvollste vor allem. Das ist so billig. So, mehr kriegt man hier verkauft. Wie viel, was haben wir jetzt auf der Kante? Ja, geht. Weil wir uns 242. Kann man dir noch was andrehen? Eine Laserpistole, oh, die ist teuer. Die kann ich noch nicht bauen. Hab ich Level ab? Natürlich nicht. Was brauche ich denn dafür noch? Oh, da brauche ich ein bisschen was. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Gut, da haben wir dann ordentlich was Zeug verkauft. Da sind wir mit der Handelsstation durch. Diesmal mache ich die Bretter zu. Ist gar nicht. So, jetzt ist die Frage, wo kriege ich Pentaxid her? Hier zumindest, doch warte mal, Asteroid, Pentaxid, Eisen, Neodym, Promethium, ist auch die Frage, wo die rumoxidieren. Ich wüsste, dort, guck mal, ist das einer? Ist da einer dort? Da sind doch welche. Ach, das ist gleich vor der Nase. Mensch, das ist ja wirklich. Die sind aber hier, glaube ich, künstlich eingefügt von dem Entwickler, von der Map. Weil die sehen, ich weiß jetzt nicht, wie die neuen aussehen. Können wir mal in den Chat schreiben oder in der YouTube-Kommentare dann, wie sich das verhält, ob die original so sind oder ob das Entwicklertechnik technisch eingefügt wurde. Aber ich denke mal eher entwicklertechnisch. Also, Sauerstoff habe ich. Okay. Setz das nicht hier hin. Ich bin dann durch raus. Ne, die sind eingefügt. Guck hier, die sind eingefügt. Die haben einen Kern. Ey, das ist ja mies! Die sind ja vermint. Die könnten original sein da drüben. Ist der weg jetzt? Hab ich den jetzt echt schon eingesagt? Ne, hier ist noch ein Stück. Ich weiß auch nicht, ob die respawnen, ich glaube es nämlich nicht. Wie viel kriege ich denn überhaupt?
Nee, ist nicht die Welt, ne? Das ist nicht die Welt. Vielleicht weil jetzt auch nicht mit dem großen Schiff löst, sind wegen dem bisschen. So, okay. Gut, das ist vielleicht wenig aus, am Ende reicht das wieder für eine Weile. So. Hier ist noch mehr. Wo ist mein Schiff? Dort. Da fliegen wir aber näher ran. Bestimmt gleich wieder Bomben wetten. Ich will das mit Respekt begegnen, das ist mein Schiff, weil da könnte man mein Schild testen. Schwierig, schwierig. Wissen ja. Ich hab da neben dem Ding geparkt. Ach, dort ist er. Ach, bestimmt gleich wieder Bomben werden. Diesmal war ich darauf vorbereitet. Schade, dass es für die Kleinraumschiffe keine Bohrer gibt. So, hier war da noch mehr davon. Viel ist es nicht noch. Schiff ist dort. Hier gibt es einige. So, wie viel haben wir jetzt davon? 78. Na gut, ein bisschen kommst du. Ein bisschen kommst du. Möchten wir bald noch einen Form? Was ist denn jetzt der andere, den ich mir angucken wollte? Denn dort? Nach der Open? Bin ich denn jetzt gelandet? Auf dem Schiff? War nicht schlecht. Hast du auch Bumm? Das scheint ein normaler zu sein, oder? Der vom Spiel her ist. Weil die, die wir jetzt hatten, die waren ja eingefügt, habe ich das Gefühl. Mit diesen Blöcken. Aber das scheint ja normaler zu sein.
Er macht nicht Bumm momentan. Und dann kannst du normal abbauen. Ah, da gibt es Schotter. Ich habe die ja noch nie wirklich gefunden gehabt. Die originalen. In der Alpha 10. Und die Map ist auch direkt vor der Alpha 10 konstruiert. Sprich kompatibel. Was die anderen, die waren ja eher nicht so. Waren zwar auch geil, die Maps, aber die ist um einiges größer. Aber bei den anderen Maps gab es dann auch ab und zu mal Probleme, dass ich Backup drauf laden musste, weil irgendwas sich verhauen hatte. Aber die läuft stabil seit der VÖ der Alpha 10. Bis halt auf das kleine Serverproblem, was wir jetzt hatten, das war aber scheinbar an der Hardware, weil da der Server nicht erreichbar ist, kann ja das Spiel nicht dafür. So, gut, hier ist noch ein bisschen was. Das lasse ich mal. Weil ich immer noch nicht rausgekriegt habe, wie das mit der Regeneration ist von den Teilen. Wo ist denn jetzt mein Schiff? Schiff? Ach, dort. Ja, liebe Leute, so ist es aber mit der YouTube-Folge gewesen sein. Ja, dann danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.